Was geht ab, ihr stinkenden Stinker? Wir schauen uns heute die verbotene SpongeBob-Folge mit Siren Head an. Ja, ihr habt mir ein Video zugeschickt und ich bin sehr gespannt darüber. Soll creepy sein, Alter. Ist von Kyo und von Jaro, Alter. Also checkt die beiden ab, sind in der Beschreibung verlinkt. Gute YouTuber, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen rum. Da schaffen wir 500 Likes. Und falls ihr neu seid, abonniert jetzt sofort, denn ansonsten wird euch Siren Head heute Nacht heimsuchen. Okay. Es gibt einen Haufen weiterer verrückter, aber auch gruselige Fakten über SpongeBob. Wie zum Beispiel, dass die Hauptcharaktere die 7 Todsünden symbolisieren sollen. Was? Aber darum geht es heute nicht. Denn was sind denn die 7 Todsünden? Was sind die 7 Todsünden? Was sind die 7 Todsünden? Was ist das? Verbotene SpongeBob-Folge. Seit Jahren gibt es immer wieder Theorien über verbotene Folgen von Serien, aber so wirklich vor Gesicht bekommen wir diese meistens nie. Diese jedoch ist anders, denn sie ist eine ganz besondere verbotene Folge. Ein Langzeitpraktikant namens Kyo passierte etwas Unfassbares. Okay. Eines Morgens kam er in das Büro der Macher von SpongeBob. Hey Chef, ich hab den Kaffee mitgebracht. Hey, danke. Du, ich hab im Kalender gesehen, heute ist dein Einjahrestag bei uns. Wir haben da so ein Ritual. Jeder, der ein Jahr hier ist, muss sich eine der verbotenen Folgen anschauen. Oh, damn! Okay, das klingt spannend, aber warum wurden die Folgen verboten? In einer schrecklichen Mainacht vor 5 Jahren fiel der Strom aus. Und ein Tornado steuerte auf unsere Studios zu. Wir wussten alle nicht, ob wir das überleben würden. Und setzten Alter, uns zusammen, was? Um als letztes Werk Folgen zu erschaffen, die zu brutal und düster wären. Digga, es ist ja immer so ein Mythos, ey, dass es so verbotene Folgen gibt und hier und da und sowas, aber ich bin mir 100% sicher, es gibt ja wirklich verbotene Folgen, wo dann gesperrt wurden in manchen Ländern und so, haben wir, glaube ich, auch schon auf dem Kanal angeschaut, aber ich bin mir sicher, dass sie da irgendwelche Folgen mal gemacht haben und einfach nur aus Halligalli oder sowas so verstörende Dinge da gezeichnet haben und sowas, dass sie das nicht zeigen dürfen, 100%. An die Öffentlichkeit zu gelangen. Gott sei Dank ging der Sturm an uns vorbei, aber die Folgen blieben. Glaub mir, wir haben uns entschieden, sie niemals öffentlich zu zeigen, weil wir Angst hätten, dass die Leute verstört sein können. Oh, damn. Dass die Zuschauer danach nicht mehr dieselben sind. Fühlst du dich trotzdem noch bereit, jetzt die Folge anzuschauen? Hab schon ein bisschen Schiss bekommen. Also, ich muss, glaube ich, jetzt gleich noch... Ich habe noch Wäsche im Ofen, Alter, die muss ich noch ganz kurz... Gibt's überhaupt Tornados? Ich glaub dir kein Wort, aber die Folge will ich sehen. Oh, nach damn. Dem Gespräch führte sein Chef den Praktikanten Kyo in einen dunklen Kinosaal. Er schloss die Tür ab und startete die Folge. SpongeBob und Patrick waren die einzigen beiden, die man sehen konnte. Okay. Und sie suchten nach den anderen Bewohnern von Bikini Bottom. Selbst die große Krabbe hatte dicht. Plötzlich hörten sie eine laute Sirene, die durch die Unterwasserstadt erklang. Oh mein Gott! Um nachzudenken, rennt Patrick in die Richtung, woher dieser Sirenensound kam. Aber SpongeBob reagiert sofort und kann ihn aufhalten. Der gelbe Schwamm ist sich sicher. Das muss Siren Head sein. Boah. Die riesige, menschenähnliche, dünne Gestalt mit zwei alten Sirenen auf dem Kopf. Bruder, ja, aber da merkt man mal, nur weil man dünn ist, Alter, ne? Merkt ihr, wisst ihr, wie ich meine? Bro, der würde uns alle zerfetzen. Alle, der ist zwar dünn wie nochmal was, aber der wird alle zerfetzen. Also unterschätzt niemals die Dünnen, Alter. Welche seine Opfer mit Hilfe dieser in die Falle lockt, um sie zu töten. Plötzlich ist SpongeBob wie in Trance, denn er hört die Katzenschreie seiner Schnecke Gary. No. Er ist für einen kurzen Moment nicht mehr bei sich und extreme Gedanken vertieft, weil er sich so Sorgen macht. Bis er realisiert, dass doch Siren Head Stimmen imitieren kann, um seine Opfer zu sich zu locken. Oh mein Gott, er stimmt! Er will Patrick warnen und ihm das mitteilen. Bis er aber bemerkt, dass Patrick nicht mehr da ist. Bruder, ich wäre so drauf reingefallen. Ich sag doch so, oh Gary und sowas. Ich wäre einfach drauf reingefallen, Bro. Das wäre es einfach mit mir gewesen. Bis er aber bemerkt, dass Patrick nicht mehr da ist. No! Bevor SpongeBob überhaupt Zeit hat nachzudenken, hört er die Schreie seines besten Freundes. Nein! Er war Siren Heads letztes Opfer von Bikini Bottom. SpongeBob war letztendlich der einzige Bewohner der Unterwasserstadt und lebte seitdem in ewiger Einsamkeit. What? Alter, Digga, was? Siren hat einfach die ganze Stadt kaputt gemacht? Digga, ich hab Angst. Nach der Folge war der Praktikant Kyo nicht mehr derselbe. Ständig hört er diese Sirenen, egal was er gerade macht. Und nachts träumt er von Siren Head. Boah. Aber Kyo will mehr und geht deshalb zu seinem Chef. Ich will die nächste Folge. Nein, jetzt. Was? Noch also eine Folge? Komm, wir trauen uns, oder wir gucken die zweite schlimmere Folge auch noch, Digga. Es sind oft die scheinbar harmlosen Sachen, die unter bestimmten Umständen in uns die größten Horrormomente auslösen können. Kinderpuppen zum Beispiel. In Horrorfilmen gerne genutzt und als besessen dargestellt. Ja. Eine leise Spielzeugmelodie ändert in einem Horrorfilm schnell ihre Wirkung. So kann es auch bei SpongeBob sein. SpongeBob ist ein fröhlicher, aufgedrehter Schwamm. Mit seinen Sidekicks Patrick, Thaddeus, Mr. Krabs leben sie in der Welt von Bikini Bottom unter der Meeresoberfläche. Ja. Und diese Welt, sie ist verrückt, aber sie ist grundsätzlich eher gut. Sie holt uns, wie auch viele andere Cartoons, aus unserem Alltag heraus und lässt uns all unsere Sorgen vergessen. Ja. Und doch gibt es immer wieder Gerüchte über verbotene, verstörende Folgen von SpongeBob, die so schrecklich sein sollen, dass niemand sie sehen darf.
Ein junger Praktikant musste vor wenigen Jahren diese Erfahrung machen. Digga, der Praktikant soll mal die ganzen Folgen leaken, Alter. Der soll mal alle hochladen, Alter. Alle. Dann machen wir Horrorabend zusammen. Hey Chef, hey, ich hab den Kaffee mitgebracht. Hier. Hey, danke für den Kaffee. Oh, oh. Setz dich mal kurz. Okay. Ich hab gerade im Kalender gesehen, heute ist dein erstes Jahr bei uns. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Weißt du, wir haben da so ein Ritual. Nein. Jeder, der ein Jahr hier... Hose runter und dann... Warte, was? ...ist, muss sich einer der verbotenen Folgen anschauen. Ach so, sorry, dachte, Okay, das klingt ja spannend, aber warum wurden die Folgen verboten? In einer schrecklichen Mainnacht vor 5 Jahren fiel der Strom aus und ein Tornado steuerte auf unsere Studios zu. Wir wussten alle nicht, ob wir es überleben würden und setzten uns zusammen, um als letztes Werk Folgen zu erschaffen, die so brutal und düster sind, dass man sie niemals an die Öffentlichkeit bringen dürfte. Gott sei Dank ging der Sturm an uns vorbei, aber die Folgen blieben. Gibt's hier überhaupt in der Gegend Tornados? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann dir kein Wort... What, Bro, Alter, imagine, da draußen sind wirklich so Folgen, die so geisteskrank, so da wird voll gemetzelt und alles und so, wisst ihr, wie ich meine? Bro, safe, oder? Das muss es geben. Das muss es geben, Alter, zu 100% muss es das geben. Glauben, aber die Folge will ich schon sehen. Glaub mir, wir haben uns entschieden, sie niemals zu zeigen, weil wir Angst haben, dass sie die Leute zu sehr verstören könnte. Krass. Und sie danach nicht mehr dieselben sind. Fühlst du dich wirklich bereit dafür? Boah, jetzt habe ich schon ein bisschen Schiss. Boah. Nach dem Gespräch führte sein Chef den Praktikanten... Würdet ihr euch trauen? Würdet ihr das machen? So, also ihr seid jetzt genau in dieser Situation. Würdet ihr die Folge angucken oder würdet ihr sagen, nein, ich lasse es lieber, weil ich glaube, ich bin verflucht danach. So, so, wisst ihr, wie ich meine? Weil du kannst, kann ja sein, dass du danach nie wieder einschlafen kannst, dass es so grausam ist. So. Ein dunklen Kinosaal. Er schloss die Tür ab und startete die Folge. In dieser verbotenen Folge herrschte in Bikini Bottom ein Unterwassersturm. Ja. SpongeBob wachte auf von dem Sturm. Er hatte zuvor einen Albtraum gehabt. Er hatte geträumt, dass jemand alle seine Freunde getötet hatte. Patrick, Thaddeus. Und er der letzte Bewohner ganz allein in Bikini Bottom war. Trotz des Sturms lief er raus und klopfte an jede Tür, aber niemand machte auf. Bikini Bottom schien ausgestorben zu sein. Ach, auch sein Kumpel Patrick konnte er nicht finden. Und langsam schien er zu realisieren, dass sein Traum die Wahrheit gewesen war. Und er hörte die ganze Zeit eine ohrenbetäubende Sirene. Er war verzweifelt und wusste nicht weiter, bis hinter ihm ein Wesen erschien. Ein Wesen, das eine Sirene auf dem Kopf hatte. Er kennt das Wesen unter Siren Head. Siren Head sprach mit ihm. Ich habe deine Freunde in den Tod gelockt. Aber dich werde ich verschonen. Deine Sünden oh mein Gott! Alleine ausbaden. Ich lasse dich leben, aber in ewiger Einsamkeit. Bis an sein Lebensende musste SpongeBob ganz alleine in Bikini Bottom leben. Bro. Der Praktikant war verändert. Digga, das ist 1000-mal schlimmer, oder? Also, er ist 1000-mal schlimmer, komplett einsam für immer so zu leben, ohne alles, so wisst ihr, wie ich meine? Ohne jede Spur von Leben, Alter, als von Siren Head so mit allen anderen, so wisst ihr, wie ich meine? ...von dieser Folge. Sie ließ ihn einfach nicht mehr los. Das Gesicht von SpongeBob, als er erfahren hatte, dass seine Freunde ermordet worden waren, es verfolgte ihn bis in seinen Träumen. Boah. Und er wusste, es gab weitere Folgen, die verboten waren. Und noch mehr? Und er wusste, mehr? Er musste sie sehen. Und so bat er seinen Chef darum, eine zweite Folge sehen zu dürfen. Digga, ich will die anderen auch noch sehen. Alter, ey, war schon ein geiles Video. Also hat schon eine geile Stimmung gemacht, Mann, Alter. War schon ein geiles Video. Aber ja, checkt die beiden Jungs auf jeden Fall ab. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, Leute, Alter. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dann, tschüss.